So, Licht im Sturm, doch, wir haben eine. Ich habe eine kleine Taschenlampe dabei. So eine Dingens, aber wir brauchen. Die ist nicht besonders hell, die kannst du knicken. Also, wir müssen. So richtig, ich hätte. So, hätten wir die Spitzhacke ja und nie mitnehmen brauchen. Nee, hätten wir nicht. Müssen wir nicht. Das stimmt. Das sind so. Ja. Also, okay. Ah, hier, das ist voll ein halbes Ding. Ich hatte ja zwei Stück bestellt, eine für dich, für mich, aber ich weiß nicht, ob die so. Wir müssen richtige bestellen. Ah, ja, da muss doch etwas anderes. Ich dachte auch, die sind noch haben wir Platz im Rucksack hier. Ja, ja, das ist. Da gibt es richtig gute, gibt es ja. Muss mal eine. So, ach so, ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder dabei, gerade den Akku gewechselt. Und wir hatten ja gerade gehabt, 6 Kilometer hatten wir wieder, haben wir hinter uns, so etwas über 10 haben wir, glaube ich, noch vor uns. Wir sind irgendwie gute 10, denke ich. Gute 10 Kilometer, mal gucken, wir wollen noch ein bisschen verlängern. Wir sind hier wieder mitten in den Karpaten, also hier ist, ja, und morgen ist... Oh, mal gucken. Ja, aber mehr, die bin ich auch wieder. Ja, guck mal, der Kopf ist klar. Schneller geht's nicht. Guten Wald. Also, wenn ihr Probleme hattet, vom Vorabend nicht auf den Sofa liegen oder im Bett oder so, in die Natur. Ja, besser ist das. Ja, das geht schneller. Das ist immer Bewegung dann. Das stimmt. Nebenbei, wenn man sich anstrengen will, kann man auch so einen Baumstumpf da. Achim hat den eben gerade. Achim hat den gerade allein hier von der Straße. Ihr seht ja, das noch. Der hat war im Weg. Der war im Weg. Den hat Achim gerade. Gerade lang gezogen. Ja. Du hast aber sauber, hingelegt. Guckt euch das an. Hat er da gut gemacht? Ne, kann auch nicht jeder. Ja. Ja, guck mal, einmal Sonnenbaum, einmal Sonnenbaum. Ja. Das sieht doch komisch aus da oben, ne? Ja. So richtig gesund sieht das nicht aus, aber... Stimmt. Komm, 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 platt. Komm. Nee, nee, nee. Platt. Der will nicht. Tück. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. Tschüpp, tschüpp, tschüpp. Ab und zu mal fallen und dann tut er ganz schön. Ja. Tja. Energiesparen. Genau. Eco-Mode hat er an. Ein Türmchen. Naja, Türmchen. Was man so Türmchen nennt, ne? Ja, der zweite Turm, also Aussichtsplattform war 50 Meter hoch. Ja. Der ganze Turm war 70 Meter. Okay. 70 Meter ist schon eine ganze Ecke da. Weil die Türmchen, die wir immer besteigen auf unseren Touren, die sind ja meist so 20, 27, ja. 28 Meter. Ja. Ne? Ja. Mal abgesehen jetzt von irgendwelchen Fernsehtürmen oder so. Ja gut, die sind natürlich höher. Weil diese selbstgebastelten Dinger sind. Also ich könnte ihn nicht basteln, aber okay, wenn er selbst gebastelt ist. Ja, also nicht Holztürme. Ja, ja. Meistens sind die ja immer auf Holzstämmen oder sonst was. Ja, vielleicht kriegt man das. Der schwarze Turm war doch bestimmt auch Stein oder was war der? Ja, Stein und Holz. Ja. Also das ganze Innenleben, da waren natürlich auch Glocken drin. Ich habe da auch Fotos von, die ich mir morgen angucke. Ja. Da sind auch 3 oder 4 große Glocken drin. Aber auch so eine Kavenzmänner. Richtig, Kavenzmänner, okay. Ja, und innen alles mit Holz. Und
Unten kommt die Steintreppe erst, aber die hat alles schon so eine coolen. Okay. Turm alles ist schon. Habe ich auch abfotografiert, 1500. Ach du Scheiße. 85. Nein. Also kannst du dir vorstellen, da oben das Holz, das ist alles noch von 1585 wahrscheinlich. Ja, meinst du, dass das so alt ist, wie das echt? Es ist nicht ganz vertrauenswürdig. Also darum hat es mich auch gewundert, dass Steiner da hochgegangen ist. Okay. Aber Ausblick war natürlich genial auf die Stadt. Hm. Und gerade auf den großen Platz, ja. Okay. Das war echt gut. Hat sich wirklich gelohnt, dass ich da hochzukrabbeln war. Das war mehr oder weniger war das Krabbeln. Ne? Das war wirklich, manchmal war es nur so 80 cm breit. Okay. Hier, zerstörter Waldweg. Ja. Zerstörter Baum. Zerstörter Baum. Ja, und wofür war der Turm? Wahrscheinlich irgendwie... Das war ein Glockenturm. Auch einfach nur ein Glockenturm. Ja. Okay. Ein Glockenturm. Dann in Füssen war ja dieses Kloster. Hm. Und eine Kirche. Also in der Kirche waren wir drin. Also ich müsste sagen, ich würde mal sagen, die war genauso innen. Wenn nicht sogar schöner wie die Dresdner Frauenkirche. Okay. Also sowas klasse. Die war echt klasse. Die Deckenbemalung. Die muss man auch gesehen haben, wenn man in Füssen ist. Aha. Dann nur weiter. Die war echt toll. Da haben sie aber keinen Eintritt genommen, oder? Nein. Ich habe aber zwei Kerzen gekauft für ein Stück 80 Cent. Eieieiei. Da hast du ja wieder in deine Zukunft investiert, ne? Ja, keine Ahnung, ich wusste irgendwas dir gewünscht haben da, oder was macht man da? Nein, das war ja einfach nur. Ich habe meine Mutter eine aufgestellt. Ach so, super. Das gehört. Okay. Ja, ich bin da auch nicht so religionsfest, keine Ahnung. Das ist ja auch eher. Ist das nicht mehr so katholischer Brauch, Kerzen aufzünden, was weiß ich. Scharf links. Scharf links. Scharf links. Wir sind auch gleich da. Ich kann jetzt nicht mehr weit sein. Na super. Guck mal an. So, was haben wir? Scharf links. Bremsschacht, 300 Meter. Und dann 700 Meter sind die Saurierspuren. Halt, wir sehen heute Saurierspuren. Solange wir ja keine Saurier sehen, ist das egal. Ich bin schon ganz nervös. Ja, endlich Saurierspuren. Meine Güte. Wie lange habe ich die schon nicht mehr gesehen? Bei mir ist es nur ein paar Monate her. Ja. Die Saurierspuren. Hoffentlich die sind die nicht auch so enttäuschend wie die. Wie heißen die in Bad Essen da? Nee, Bad Essen ist noch nicht. Was ist das? Das ist Barkhausen. In Barkhausen, genau. Ja, im Oktober habe ich die. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. So, Handschuhe habe ich wieder entfernt. Ah ja. Der Handschuh ist gestiegen. Cooler Typ. Ja, also gerade haben wir. Naja, Temperatur ist geblieben. Boah, im Moment waren wir so warm. Ja, was haben wir hier? Die ganze Zeit kontinuierlich hoch, ne? Ja, also ich würde sagen, so war ja auch das der Spiegel, ne? Ja, das stimmt. Das Höhenrill.
Das stimmt. Das heißt, das Höhlendiagramm, Höhlenradius. Was ist das? Ich auch nicht. Profil. Genau. Das Höhenprofil. Eine Hütte. Ja, eine Hütte. Das sind Steine, das sind Ziegelsteine. Eher ein Häuschen. Hütte ist doch Holz, oder nicht? Hä? Ja, du besser Wisser. Du besser Schisser. Ja. Da ist der Schacht. Ja. Das muss der Schacht sein. Steht denn da? Hier ist eine Wagner-Linde, Alter. Das ist wie die Königslinde, ne? Nur halt eine Linde von Wagner, oder was? April 2007 gepflanzt. Na super. Das macht ja Sinn. Na denn. Tja, schon ein schönes Wanderhighlight wieder. Naja, schön ist was anderes. Ja. Aber es ist auch nicht Wagner, sondern Wagener. Was immer das jetzt. Ah, na, kriegst du jetzt wieder die Google-Dingens hier oder was? Nee, gar nichts. Gar nichts. Hier gibt's nichts. Warte mal. Ich geh mal vorne schon zu der Hütte. Zu dem Häuschen. Er sagt schon selber Hütte. Hey, da müssen wir doch ein Foto von machen. Super Sache. Warte mal. Warte. Ja, da müssen wir. Warte. Gut. Stell dich mal hin da. Stell dich mal da daneben. Am besten setz dich da rein. Warte. Gut, hast Kohle gefunden. Mit dem Mann natürlich. Ja. Tja, guck mal, die Kumpels. Schwer gearbeitet haben sie. Ja, was meinst du, was das für eine Scheißzeit war, hier zu arbeiten? Also das ist schon. Und am Bier trinken. Alter. Nein, ich rauche nicht. Nicht mehr. Die stehen schon ein bisschen länger da, ne? 1960 haben sie stillgelegt. Und Fledermäuse gibt es da auch. Aha. Okay. Wald im Wandel. Der Bückeberg und seine zahlreichen Gesichter. Guck mal. Aha. Ja, ich muss weiter ab und zum Boot und nach Dörner schicken. Warum?
Programmierungswochen wurde. Achso. Erlebniswelt Steinzeichen. Kultur- und Freizeitpark im stillliegenden Teil der Steinbrust, okay. Ja, Kleinen Bremen, da wollte ich ja auch noch. Irgendwie war ich da mal. Aber ja. Bergwerkmuseum da. Bielefeld beschwert sich über Schmiedekohle. Der Rat und der Bürgermeister stabilisieren prangern die Verschlechterung der Schmiedekohle an. Okay. Tja. So, jetzt sind es noch 300 Meter bis zu den Saurierspuren. Ja. Förderjunge mit Strebkratze. Guck mal. Ja. Der. Okay. Ich habe einen Schluck Wasser, kann ich noch geben. Ja. Dann hier, halt mal fest, ja. Meinst du, das bringt's, wenn du das so davor hältst? Meinst du nicht, die können Pause drücken? Verkehrsverein Wendhagen, Ehlen e.V. Naherholung am Nordhang des Bückeberges. Guck mal. Schwefelquelle mit Tretbecken. Ja, die Schwefelquelle, die ist auf der Tour gewesen. 700 Meter weg, hast du gesehen? Ja. Aber war in einer anderen Richtung. Ja. Kannst du halt nicht alles machen, ja. Ne, dann sind wir nur am Laufen. Ja. Was ist da drin? Ach, das ist der Schacht. Das ist der Schacht, da geht's ja, da auch nochmal rein. So, die haben hier wohl ein bisschen gefeiert. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Naja, weiß ja auch nicht. Ob den Toten das hilft? Was hast du da zugemacht? Ja, gut, ist ja. Sonst würden irgendwelche Leute da auf die Idee kommen und da runter. Ja. 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 Ja, sieht nicht viel. Ja. So, wir langsam weiter. Ja. Ja, dann mal weiter zu den Saurierspuren. Da oben sein. Jo, denke ich auch.
Ja, wollen wir mal gucken, was da so Schönes ist. Ja, wo ist die auch, ne? Ja. Da haben Sie eine Teil wahrscheinlich gefunden, oder? Wahrscheinlich. Ja, mal gucken, was wir hier Schönes haben. Hier nur Edge hier. Ja, ist scheiße, hier wieder Empfang. Echt schlecht, ne? Ja. Tja. Kannst du machen nix. Ohne Empfang. Ist nichts los hier. Ja gut, immer geht's weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Mit Führung und mehr erleben. Finde sie mal gut, ne? Wo die Spuren sind. Da unten, da wo die kleinen Pfützen sind, da sind die Spuren. Hier war ein bisschen größer. Welcher? Diese hier. Als den Braghausen da. Diese sind größer? Ja, oder nicht? Nee. Echt nicht? Nein. Ich dachte. Und die haben ja in Braghausen so. Hä? So sind die. Ja, aber das waren ja nur, das sind ja nicht so viele, oder? 30 Stück. Ja, meine ich doch. Ja. Hier hast du ja, keine Ahnung, hunderte, wenn du es so anguckst, hunderte kleine Pfützen. Ja, genau. So, dann wollen wir die mal genau untersuchen hier, der Fährtensucher. Na, schau dir. So, so. Hier, wenn man nicht ganz so weit ist.
Ne, ich weiß ja nicht so. Okay. Ich. Naja, wir gehen uns auch mal. Auf jeden Fall sieht der Untergrund sehr alt aus. Ja, das will ich jetzt ja auch nicht anzweifeln. Diese na gut, ich weiß ja nicht, wie viele hunderte von Jahren die hier schon am Buddeln sind hier. Ja, mach mal von mir auch ein Foto. So hier in diese. Tja. Alles Platten, Plattenartig. Ja, das sind ja diese. Als wenn das einer aufeinander geschaufelt hat. Sieht schon interessant aus, ne? Die Dinger, ne? Die Schichten. Tja. Ich weiß nicht, ich sag mal, was sagt ihr dazu? Nein. Möglicherweise, ja gut, guck mal, da endlich mal erkennen hier, ne? Ein, den so halbwegs gut. Leute noch denken, ihr wollten sie verarschen oder so. Ja, du, was heißt verarschen? Ich finde das selber so ein bisschen, ich bin da immer sehr skeptisch. Okay, das sieht jetzt halbwegs wie so ein Ding aus. Also das ist schon. Hier, der auch hier, der geht auch. Der hier. Also das ist schon eher so elefantenmäßig, hätte ich jetzt hier gesagt, Ahem. Was? Dieser hier, diese. Elefantenfüße. Ja. Ja. Okay. Warte nochmal, den schicke ich nochmal von den. Ja, ich glaube auch schon. Kannst du mal das Wasser rausmachen, hast du keinen Lappen? Alter. Du hast doch Handschuhe, die saugen nur aus. Ja, genau. Nimm doch deine. Oder deine Socken. Oder deine Unterbuchse, meinetwegen. Oder deine Hose. Ja, das ist doch mal ein schönes Foto von dem. Das ist gut. Ja, von dem Fuß hier. Aber es geht eh nicht rüber. Doch, ich habe H+ hier. Wieso habe ich ein H+? Alter. Bei mir geht wo bin ich denn? Warte mal. Von hier bin ich gekommen. Ich suche jetzt mal. Ne. Wir suchen keinen Schatz. Wir suchen hier. Die beste. Ja, ich guck da ja einmal. Was? Okay. So, komm. Ich hab hier keinen Empfang. Also, du nicht, aber ich. Der ist doch schön für dich. Der ist gerade im Übertragen. Ich glaube, der bricht aber gleich ab. Ach, leck mich doch hier. Irgendwann wird er schon übertragen. Genau so ist es. Irgendwann wird es. So, lass uns da noch einmal rumgehen und dann gucken, was da noch ist. Weiß ich nicht. Wer weiß. So wie die Suche nach dem vierblättrigen Kleeblatt hier. Da ist auch noch ein. Okay. Aber der andere war schon besser. Der war schon gut. Ich glaube echt, das war der beste von allen. Aber weißt du, das hier alles nur verborgen drunter ist. Na gut, das ist. Ja, kannst du ja versuchen, alles abzutragen. Einmal Glück haben, wenn es nur so ein kleines Tier ist, was verstanden hat. Ah, da kriegst du nicht mehr viel für Achim, da gibt es zu viele von. Ja, genau. Das ist das Problem. Da muss schon wirklich was. Mit Reden verboten. Ja, wie immer.
Wie immer. Lebensgefahr. Bitte anmelden. Ja. Da. Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Oder noch schlimmer. Ja. Ja, machst du noch kaputt, Alter. Ja, guck mal, wie leicht die sind. Wie leicht die sind. Wenn die auf dir liegen, sagst du wahrscheinlich was anderes. Ja, gut. Kleine. Ja. Der eine ist am besten. Da sind vielleicht noch ein paar Babysaurierspuren. Ja, gut. So. Hallo. Dein Handy redet wieder mit dir. Kurmord. Also da hinten ist ja nicht so ein Funkturm, oder nicht? Da hinten ist ja ein Funkturm. Wo? Direkt hinter dem Hügel da. Ja. Komischerweise. Ja, komischerweise. Zurzeit habe ich gar nichts hier, wird gar nichts angezeigt. GPS oder sowas. Da ist der. Ich glaube, das ist der sah so wie unsere aus, oder? War ja, der das? Glaube, ja, Allosaurus, ja, oder? Der ja, der könnte auch so sein, das stimmt. Ja. Müssen wir jetzt. Aber der war schräg und unser war gerade. Also je nachdem, wie er natürlich gegangen ist. Aber ja, wenn er gestolpert ist, gerade in dem Moment. Das stimmt. So, wo willst du hin? Links hier? Da, wo müssen wir denn her? Ja, gut. Hast du dich korrekt ausgedrückt, ne? Ich glaube. Da geht es zu den Steinbrüchen. Ach Gott. Guck mal, die haben wir. Sind die das wieder? Nee, ne? Kann ja wohl nicht sein. Na, vielleicht doch. Ich weiß nicht, die ist anders gegangen. Ja, das ist schon richtig. Was? So, das nächste ist der Punkt 8 vom Radplatz, Punkt 9. Ich würde neu berechnen, das wird also mal so. Weiß ich nicht. So, Punkt 9. Alte Eisenbahnbrücke, okay.
Ja, die nehmen wir mit. Arbeitslosenweg kommt da hinten. Oh, da hätten wir Dorian, da hätten wir dich mitnehmen müssen. Und Brinkmann. Mann. Der Arbeitslosenweg. Jetzt sind wir die Sonntagsspaziergänger hier. Ja. Die mit der weißen Mütze hat auch einen weißen Mantel an. Ja, guck mal, habe ich doch eben gut erkannt. Das sind die. Ja, das sind die. Ich weiß, die rote war nämlich auch da. Das sah für mich aber nach einer weißen Mütze aus und nicht nach einer weißen Jacke. Aber dann waren die doch schon ziemlich weit weg. Ja, gut. Aber passt, ne? 3 Männer, 2 Frauen. Alter. Das hast du gesehen oder nicht? Natürlich. Natürlich habe ich das gesehen. Mann, hast du noch gute Augen. Der eine Mann ist eine Frau. Alter, hättest du noch erkennen müssen. Ja, der eine humpelt ja, siehst du ja. Das habe ich ja erkannt. Ach, der geht noch komisch, okay. Ja, gut. Hallo. Hallo. Die haben doch verloren gestern. Die haben doch verloren gestern. Weiß ich nicht. Ja. Echt, das ist echt so ein richtig alter Baum, ne? So dick ist er noch nicht, aber... Nee, aber... Ja. Der ist aber auch schon länger tot, so wie der aussieht. Wundert mich, dass sie den noch nicht gefällt haben. Highlights haben wir heute ohne Ende. Da kannst du wieder richtig Punkte machen. Ja, wenn du die Highlights positiv bewertest. Ach, hier bist du schon Experte. Oh, tut mir ja leid. Aber da gibt es doch noch eine höhere Stufe. Ach so. Keine Ahnung. 500 Meter. Der Bückeburg in der Uhrzeit. Keine Ahnung. So, was haben wir denn? Spitzentechnologien aus der Natur. Ja, siehst du, Bernstein. Mhm. Ja, wir müssen geradeaus.
So, jetzt sind wir im Wasserschutzgebiet daheim. Hier müssen wir das Wasser schützen. Los, du bist so still. Du bist ja, wir so sind still. Jetzt an der Stelle, wo wir die Tour verlassen müssen. Wieso? Ja, weil wir sonst nur hochgehen und was? Dann zurückgehen. Achso. Achso. Also hier müssen wir verlängern. Hier gibt es auch Sehenswürdigkeit. Hier so ein. Ja, das passt von der Länge. Okay. 2 Kilometer ist das länger. Na denn? Ja. Hallo. Das hier gehen wir erstmal ganz ein Stück geradeaus. Und das nennt sich, das sind die Ameisenteiche. Okay. Foto kriege ich nicht, ich habe keinen Empfang hier. Ja, bis dahin. Dann gehen wir hoch und dann gehen wir wieder rüber und schließen uns an die Tour wieder an. Okay. Ich sage. Dann haben wir dieses Verpasste vorne. Ja, dann zieh doch die Handschuhe an. Jawohl. Wenn ich mich bücke, tut mir der Rücken weh. Dann bück dich nicht. Hallo. Nee, hey, dränge mich nicht ab hier, Alter. Ich bin hier auf die Straße runtergestürzt. Und da haben wir wieder ein paar Schilder. Jo. Informative Wanderung. Echte. Die wollen nicht, dass wir hier ungebildet von dann gehen. So, dann kann ich aber gleich mal noch einen Schluck aus der Flasche nehmen hier, wenn wir sowieso schon stehen. So, was haben wir denn hier? Au! Oh, das ist ja echt ein Oschi, ne? So ein Uhu. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ne? Donny Brichetti. Hopp mal. Ferteln. Aha. Schwarzwild gibt es auch hier. Urenkel der Sonne fliegt heute über den Bückeberg. Ein was? Das ist die dritte Station hier. Wieso die dritte? Das steht da oben. Das war die zweite oder vierte? Ja. Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Achso, was steht da? Schönes Leben heute.
Meter 70 hat ein Uhu, das ist schon echt. Ob da wirklich von hier irgendwelche welche rumfliegen, kann man mir vorstellen. Oh ja, vielleicht jetzt hier im Grund, aber Richtung Süden sehe ich in Bayern. Ja gut, da unten. Gut, kann schon sein. Ja, schon, überleg mal, wenn so ein 1,70 Meter Vieh hier lang fliegen würde. Na. Ja. Okay, top. Ja. Eigentlich müssen wir recht, aber wir gehen jetzt vor. Wo geht's da hin? Brandshof, und hier geht Liegwegen und Walter. Ja gut, 13 Meter, so weit sind wir ja auch nicht. Scheiße. Ja, ich sehe nur das. Der Matsch. Der Matsch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Von daher geht's ja. Ja, deine Hose ist noch sauber. Noch. Drehen Sie sofort um. Wie, drehen Sie sofort um? Drehen Sie um, los! Ich will hier nicht lang. Ich habe auch noch keinen Akku. Eieieiei. Ja. Nachher im Auto kannst du wieder laden. Also wie lange sind wir überhaupt gefahren? Sind wir eine Stunde gefahren oder was? Wir sind relativ lang gefahren, ja. Oder relativ langsam, war auch viel Blitz. Stimmt, war überall nur 50 und 60, ne? Na 50, 70. Aber morgen ist ja frei. Ja, von daher. Naja. 22 Uhr soll ich wieder zu Hause sein. Ja, das werden wir wohl schaffen. Obwohl, ich will nichts versprechen. Tour was war das? Kennenlänglich? Länge? Auch fast im Dunkeln. So. Ja, das stimmt. Ich glaube, das war kennenlänglich. Das stimmt. Das war echt dunkel, ja, das stimmt. Aber es macht dir auch mal Spaß. Ja. Die Familie, was macht die Familie? Ach, die Familie. Liegt auf dem Sofa. Komatös. Naja, alle waren, also es waren. Bücher, aber die waren ja nur. Weiß nicht, vielleicht sind die auch unterwegs. Vielleicht sind die auch unterwegs. Heute. Ja, wir überraschen uns wieder mit einem extra Stein. Ja, Überraschungswanderung, ja. Mit Bücher. Mit Hunden. Mit Hunden. Hier wenn wir ganz schön was ziehen, wa? War nur Spaß. Willi, ich habe das nicht gesagt. Ach, einmal das gesagt. Also, so weit guckt er eh nicht. So weit guckt er eh nicht. Wenn er überhaupt guckt. Tanja, das war nur ein Schuttka. Okay. Okay, ich glaube, Jana ist heute zu ihrer Mutter. Okay. Ihr Bruder schon wieder weg? Jo.
Wie sind Sie, das ist eine Gefahr mit dem Bus, was? Ja, mit dem Euro-Dingsbums, wie heißen die? Keine Ahnung, wie die heute heißen. Mal hören. Hä? Muss man hinter meinem Geld herlaufen. Ich kann nicht sagen, dass ich da die Abstandsgebühren bezahlen muss. Ach, ja. Ja. Wie teuer war denn das? 400 Euro. Alter Falter. Alles zusammen hat 400 Euro gekostet. Nee, mein Benzin muss da eigentlich auch mal rechnen. 475 oder 580 Euro. Da kommt eine Station wieder. Okay, ist der Fahrer. Ja. Nein, ist dein Schwager. Ich hab falsche Jacke dabei. Du auch nicht, ne? Nee. So, wer durch? So, ist Station 2 oder 4? 2. 2. Oder ist da hinten 4? Ja. Guck mal. Was haben Sie hier denn Schönes? Okay. Jetzt verstehe ich nicht. Irgendwas passt hier mit dem. Komisch, dreht sich immer. Die sehen ja toll aus, die Trachten. Wirklich hübsch. Also, mir ist ein bisschen kalt. Was? Kalt. Wie kalt? Welches Wort hast du, weil verstehst du bei kalt nicht? Was ist kalt? Geht. Ja, meine Nase läuft. Ich habe nur eine Regenjacke an, Alter. Das ist nur eine dünne Regenjacke, ist ja. Warum das denn? Ja! Wenn das die mit Zuschauer mitkriegen, dass wir so eine Panzer erlauben. Bewegen. Genau, da hilft nur bewegen. Ich dachte, heute hätten wir 8 Grad und nicht 2 Grad. Auto hat 2 angezeigt. Ja. Okay. Ich habe hier 2 Grad. Das ist ja schon. Porta Westfalica. Ja, super. Da sind aber noch 30 Kilometer entfernt, Porta Westfalica. Und jetzt hat es nur 2. Du fühlst dich nie alleine, ne? Hast eine Tusse am Arm, einen Typen mit dem Handy. Mensch, schön, wenn die dich unterhalten, mit dir reden. Was los? Wir müssen jetzt gleich eine andere Richtung einschlagen. War nach scharf rechts. Damit wir hinkommen. Ja, warten wir, bis die nächste Kreuzung kommt. Jo. Seit wann duzen wir uns? Ja, habe ich dem das erlaubt? Ihr habt noch keinen zusammen getrunken, ne? Ja. Mensch. Ja, stimmt. Das stimmt.
Der Oma ist schon ein bisschen kaputt. Ja, sieht so aus. Leckere Banane. Frisch geschält. Ja. Warte mal hier, denn schönes. Da ist. Nicht ganz so informativ mehr. Nee. Ja, jemand hat da was. Das war so. Was denn? Ja, der Wind ist ganz schön kalt, ne? Davon ist natürlich. Jetzt mittlerweile schon. War heute Morgen noch nicht so. Das stimmt auch. Gibt's neue von Anja? Nichts, wann habe ich sie denn gesehen? Unser treuer Fan. Ich glaube Donnerstag. Donnerstag bin ich. Oder war es Freitag? Ich weiß nicht, abends. Bin ich Richtung Markov gelaufen und dann war sie noch im Laden. Nur kurz gesprochen. Nolte ist das, ne, Bahnhofstraße. Das ist so ein Bioladen. So ein Bioladen, ja, da kriegst du alles Mögliche. Hauptsächlich natürlich Brot und sowas, Kuchen. Alles, was es halt so gibt. Das ist so ein kleines Café auch. Und macht da eine Unterkühlung. Geht. Geht. Hier ist viel Stroh. Dann würde ich ausfüttern. Und dann würde ich die Jacke mit dem Zeug ausfüttern. Das stimmt, das könnte man machen. MacGyver kommt wieder raus. Inzwischen ist MacGyver auch unten rausgekommen. Meine Hose war dreckig. Ja, und dann? So, Schnee genommen, Eiskugel rausgemacht und. Out, out, und das out, war sauber. Ei. Kannst du ein bisschen ausstoppen? Nix.
Ja, nein. Nein, nein. Wir dürfen natürlich nur das Füße. Wir laufen, wir gehen halt einfach schneller. Das Tempo ist jetzt im Moment sehr hoch. Das Problem ist der Wind. Wenn der Wind nicht wäre, wäre es nicht so kalt. Ja, hier ist natürlich auch nicht Sinn geschützt durch den Ball, ne? Ja. Grün. Ja, ein paar Meter noch. Ich habe auch meinen Schal dabei. Wir können das auch im Bauch wickeln und so weiter. Wir haben noch einige Möglichkeiten, einer Unterkühlung entgegenzuwirken. Ja. Wenn ich morgen krank bin, bist du schuld. Ich habe dir jetzt das Gras angeboten. Ich hätte mal das Schal angeboten. Was soll ich noch machen? Das weiß ich auch nicht. Ich habe noch einen Regenschirm und kann dir mit offenem Regenschirm vorherlaufen, dass der Wind bei dir rum einen Bogen macht. Ich werde es wohl überleben. Hier kommt nichts an, hier kommt nichts an. Was hast du? Ich sag, ich hätte schon geguckt nach Taschentüchern eben zu Hause. Ja. Aber sind alle nichts mehr im Schrank. Ja, ich hab Leber mit dem Rücken zu hart. Ja, die empfindliche Nase. Prozent. 9? 9, ja. Man entwickelt schon ein Gefühl Ich freue mich schon auf heute Abend, heute eigentlich ist Fleischpfanne. Was? Fleischpfanne. Ich bin Hühnersuppe zu Hause, bin. Schöne heiße Hühnersuppe. Ja. Und morgen haben wir. Ja, die war für heute Mittag, für heute Abend. Vielleicht ist heute Abend auch paniert, ist Gott nett. Okay. Schön saftig. Ja, gut, im Budweiß gab es auch Kalbschnitzel. Ja. Wiener Schnitzel ist ja aus Kalb. Ja. Ja, mit weiß nicht, Preisebeeren und Knödel. Ja. Kostet 9 Euro oder so. Oh, geht. Ja. Ja. Also, das ist auch relativ günstig. Ja. Bier auch. Günstig. Obwohl die Ecke teuer ist von Zechen da unten. Ja. Die nach Osten ist billiger. Die Preise sind
auch ein bisschen gestiegen. Wird doch immer mehr werden. 20%. Ist halt so. Ja, früher haben die Stange Zigaretten noch 28 Euro gekostet. Das kostet eine 33. Aber bei uns sind sie ja auch nicht billiger geworden. Ja, ich weiß gar nicht. Letztens habe ich eine gekauft. 9 Euro. Was? Zigaretten. Ach! Ja, 39 Stück waren da drin. Okay. Also 5 Euro kostet, 6 Euro kostet eine kleine Schachtel. 5, 6 Euro. Verrückt. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Die dürfen sich davon abbiegen. Das stimmt. Vorstellt sich früher mal. Ja, haben wir erstmal 4 Stangen gekauft und wenn wir in 7 Monaten noch da hinten hinfahren, nehmen wir auch nochmal 4, dann hat es weiter, dann noch ein halbes Jahr wieder. Ja. Mies, ey. Immer noch keine Fange, was? Ganz, ganz klein, nicht mal ein Stich in meinem E. So ungefähr. Ja. Also kannst du mir ja im Fang abgeben. Über WLAN. Mach ich noch ein Tablet immer. Kein Internet, ein Tablet. Und ich ihn hier, Server. Das ist ja schnell gemacht, das ist nur ein Knopfdruck. Ja. Halt die Fresse, sonst ist der Akku weg. Was haben wir denn noch? So, dritte Abzweigung, hatte ich gesagt, ne? Hattest du, glaube ich. Kilometer. Oh! Hier links. Was ist denn links? Hier muss er irgendwo durchziehen, da vorne. Haben wir Abzweigung. Auch wenn es nur rechts geht. Okay, was soll das sein? Das sind die Ameisenteiche und noch hier. Okay. Gucken wir mal die Ameisenteiche an. Ja, da geht's auch nicht. Ein Pfad. Der Pfad. Der Weg. Und nass. Müssen wir aufpassen. Jetzt wird's ganz schön feucht hier, Alter. Kaum hat das ausgesprochen, ne? Ja, sehen wir ja gleich. Oh, fuck! Alter! Ist ja mal. Guck dir das mal an hier, die Spezialaufnahme jetzt. Alter! Oh. Oh Gott, Schadenfreude ist die beste Freude. Ja, wie steht es jetzt? 2-1 oder so? Ja, glaube ich. Alter Falter. Du hast aufgestanden, ich hätte ihn liegen lassen. Alter, voll der Sturz, ey. Läuft sie noch? Ja, läuft noch. Weil war mich hinten am Blinken wieder. Ja, keine Ahnung, weil sie nicht bewegen konnte. Scheiße, hoffentlich ist der Sturz drauf. Den musst du extra aufschneiden. Dann mache ich wieder einen Link drauf. Alter, ja. Falter. Sag mal. Der hat keinen Schnee hier, das ist scheiße. Ja, du musst eh noch besser. Scheiß drauf. Dann wir gleich mit dir im Wald
Nicht, dass du erhöhter Schwierigkeitsgrad hier. Hier geht es aber nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich links da, oder? Oh, 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 oh. Ich glaube, der Gimbal ist im Arsch. Der Gimbal ist im Arsch. Ne, geht noch. Also, wir sind immer noch gekriegt. Das ist noch ein Weg. Das ist noch ein Weg. Das wäre jetzt nicht gut. Ne, ich glaube. Siehst du? Ja, ja, ne? Das ist der Weg hier, oder? Das scheint er zu sein. Das scheint er zu sein. Ja, dann mache ich Foto machen, das ist ein toller Weg. Schön überdacht. Ja, das ist extra für dich, damit es nicht so kalt ist. Okay. Das ist schon die ganze Zeit, dass der immer... Scheiße, ja, Foto machen soll ich, Idiot. Jetzt so langsam. Jetzt, ja, kacke. Oh, hier, ja. Ein Eichhörnchen. Ja. Okay. Das war ein schöner Flug, glaube ich. Was? Das war ein schöner Flug. Ich bin ja interessiert, was draufgekommen ist. Ja. Eine Flasche überhaupt noch dabei, ja. Ja, ist das hier dein Ameisensee? Nee, 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 das muss noch weiter sein. Das ist noch weiter. Ich kann gucken, ob ich den Arm habe. Was hast du? So, so mäßig müssen wir da sein. Das sind die. Aber wenn wir geradeaus gehen, kommen wir wieder auf den Weg. Okay. Und den müssen wir dann nehmen. Naja. Du hast auf jeden Fall den Matsch gefunden. Ja. Ja. Eine Falle. Keine Ahnung. Eine Kamerafalle, ne? Aufnahmebereitschaft. Was steht da hinten denn? Hä? Da stehen die Ameisenteiche. Scheiße, kann ich nicht mehr ran. So, ich habe nur eine Hand. Auf den Stein, siehst du das da?
abmoderieren. Ja, komm. Ja, gehe ich auch. Also hier ist kein Bock, nicht auf die Fresse zu legen. Komm, hör auf, einmal. Einmal noch. Warte, geh mal hin da. Nein, du hast das Foto doch. Ja. Hast du das Foto? Jetzt mal nochmal. Komm, wir lassen uns den Schürz nochmal simulieren, dann kann ich das Foto machen. Okay, so. Alter, was ist das hier? Scheißen. Matschig. Boah. Wo rennst du her? Ja, dann. Also ich kann hier gut laufen. Hier ist gut. Ein guter Weg. Dieser Weg wird nicht einfach sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Was ist da für ein Schmand drauf? Das sind die Ameisen. Ach, das sind die Ameisen. Okay. Wohin? Woher? Und dann die erste. Rechts hoch. Okay. Halt, hier ist auch noch was. Hier wollen wir mitnehmen. Was ist das? Die Böttcherteiche. Noch mehr Teiche. Sollen wir die auch noch mitnehmen? Die liegen hier auf der Strecke. Die nehmen wir mit. Die können wir mitnehmen. Und dann können wir nämlich rechts gehen. Und dann passt das. Ja, jetzt habe ich den Weg hinkommen. Hier geradeaus. Dann kommt gleich eine schwierige Abbiegung. Und dann passt das. Supi. Na denn. Hat sich gelohnt, der Absteher. Zumindest für die Schadenfuhr. 2-1. Zumindest. Aber du hast keine blauen Knie. Das wollte ich gerade sagen. Weil ja. Brech mir nicht meine Knochen dabei noch. Warte, ich geh vor dir, so ein Dreckmann. Komm, nicht woanders. Nicht kameratauglich. Ist das so? Nein, doch. Aber du kannst die Jacke ausziehen und drüber machen hier über die Hüfte. Das ist ja zu kalt, so Scheiß, ne? Ja? Das stimmt. Ja, war Fleck. War halt gar nicht Fleck. Da habe ich mal einen Tag mal mehr Flecken an der Hose als du. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die Anzahl, aber die Größe auf jeden Fall. Das stimmt.
Großen hier. Ja. Die Kohlspeicher. Die war auch schon so ein bisschen. Ja, hat die auch mitgekriegt, eine Funktion? Oder? Ja, sieht so aus, ne? Ein bisschen schräg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Hallo.